Mitten in der Nacht wachte ich auf und ich fühlte mich total miserabel. Ich empfand einen Druck und ein ungutes Gefühl in mir und ich wusste sofort, es lag an dem Traum, aus dem ich gerade aufgewacht war. Ein zutiefst bedrängender Traum und ich konnte ihn gefühlsmäßig sofort nachvollziehen. Ich konnte mich an jede Szene in diesem Traum erinnern. Woher kommt es, dass wir schlecht träumen? Nun, wenn wir schlafen, träumen wir eigentlich immer. Aber es gibt bestimmte Phasen, in denen wir oberflächlicher schlafen und dort empfinden wir dann das Traumgeschehen extremer oder wir können uns an manche Träume dann erinnern. Manchmal haben schlechte Träume, wie wir sie nennen, einfach nur ganz banale Gründe. Da gibt es zu schweres Essen am Abend, da gibt es Nebenwirkungen von Medikamenten, da gibt es etwas, was uns oberflächlich schlafen lässt, wenn wir uns um kranke Personen oder um kleine Kinder kümmern müssen. Da gibt es Erlebnisse am Tag, die wir in diesem Traum nachts verarbeiten. Es gibt wirklich viele, viele Gründe, weshalb es manchmal dazu kommen kann, dass wir sagen, ich habe so schlecht geträumt. Aber es gibt auch diese andere Art schlechte Träume. Und zwar sind das Träume, die wirklich eine feindliche Aktivität auf unseren inneren Menschen darstellen. Es sind Träume, die der Feind benutzt, um uns zu bedrängen, um uns in einen Druck zu bringen und uns unruhig werden zu lassen. Was tust du, wenn du als Kind Gottes in diese Situation kommst, wo du sagst, ich habe so einen Druck und ich habe so schlecht geträumt. Nun, die Bibel sagt, wenn wir in Struggle sind, wenn wir in Kämpfen sind, in Auseinandersetzungen, dann gibt die Bibel einen ganz besonderen Tipp. Sie sagt, wir sollen uns bergen in Gott. Dieses Bergen ist ein ganz alter Ausdruck. Wir sagen das heute kaum noch. Wir sagen eher, wir bringen uns in Sicherheit bei Gott. Wir stellen uns unter seinen Schutz. Er breitet seine Flügel über uns aus. Wir sind in Sicherheit. Wir flüchten uns in diese Burg, in diese Festung, die Gott heißt. Und dort kommt unser innerer Mensch zur Ruhe. Manchmal hat es mir schon geholfen, dass ich einfach aus solchen Träumen aufgewacht bin und ich bin aufgestanden. Ich bin in einen anderen Raum gegangen. Ich habe Licht angemacht und ich habe einfach in den Psalmen gelesen. Ich habe meinen inneren Menschen sofort aufgebaut und ermutigt mit dem Wort Gottes. Es ist ganz wichtig, dass wir diesen Weg wählen. Und der Heilige Geist wird dir helfen in diesem Zustand von Unruhe und Bedrängnis. Er wird dir helfen, er wird zu dir sprechen. Und ich möchte dir sagen, du kannst auch in deinem inneren Menschen dann aufstehen gegen diese Bedrängnis des Feindes, dir in den Träumen diese Angst oder diese Beunruhigung oder diesen Stress zu machen. Der Heilige Geist möchte dir helfen, dass du wirklich in diese Aktivität kommst, den Feind auch aus deinen Träumen in der Nacht zurückzuweisen. Ich möchte dich mit hineinnehmen in ein Gebet, was du beten kannst, damit du festen Stand in diesen Situationen hast. Du kannst beten, in dem Namen Jesus schneide ich mich von jedem negativen Traumbild ab und ich binde jede Macht der Finsternis über meinem Leben. Der Feind hat keine Autorität über mich. Ich stehe im Segen Gottes und das Blut seines Sohnes Jesus Christus bedeckt mich. Gott ist für mich. Wer sollte dann gegen mich sein? Nichts kann mich von der Liebe Gottes trennen. Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert. Nichts kann mich von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus ist. Nichts kann dich von dieser Liebe Gottes trennen. Keine Situation
Und nicht nur nachts nicht, sondern tagsüber auch nicht. Du bist umgeben von dieser Liebe Gottes. Und du kannst dich da hineinbewegen. Les doch diese Worte aus Römer 8 nochmal für dich nach. Lern sie auswendig. Viele Verse in der Bibel, viele Verheißungen werden uns in bestimmten Situationen zu einer richtig echten, effektiven Hilfe, wenn wir sie aussprechen. Denn das Wort Gottes trägt die Verheißung in sich, dass es Ja und Amen ist in ihm. Und du wirst aus diesen Nöten, aus diesen Bedrängnissen, aus diesem Druck, wirst du rausgehen können, weil der Herr und seine Liebe, sein Schutz ist über dir. Gott hat mehr für dich.